heute, weil da geht es heute mit dem Spiel gegen den SVW in Wiesbaden. Tabellenführer gegen Tabellenvierter. Los geht's. Dann, 12 Punkte sind es, also es könnte dann noch 15 sein. Und dann wären wir nämlich durch. Mit 10 Punkten Vorsprung sind noch 3 Spiele. Damit sind wir schon mal Herbstmeister. Das ist erstmal schon mal das Wichtigste. So, Turnierpreisgeld. Wir kriegen 600.000 schon mal, jawohl. Und wir gucken mal gerade, wer im DFB-Pokal eigentlich so ein bisschen die, beziehungsweise der nächste Gegner sein wird. Und ich hatte es jetzt richtig sehen, Moment. Saison, glaube ich, war das. Andere liegen hier. Wettbewerb auswählen. Ich muss mal kurz in den DFB-Pokal rein, wenn es denn irgendwie gibt. Das sind alles andere Ligen, die gerade für uns relativ uninteressant sind. A-League, brauche ich gerade nicht. Tabelle, das war glaube ich das hier, ne? Ja, DFB-Pokal, genau, das war. Da möchte ich mal kurz rein. Gegen wen wir als nächstes spielen? Wir spielen in Augsburg. Also durchaus machbarer Weg ins Halbfinale momentan. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und wir haben den Vorteil, dass halt jetzt zum Beispiel auch Dortmund und Bayern zum Beispiel spielen. Die schießen sich dann quasi schon mal in der nächsten Pokalrunde weg. Aber gut, okay. Erstmal müssen wir auch dann Augsburg überstehen. Aber das ist dann irgendwann Zukunftsmusik. Das ist nicht jetzt heute relevant. Gut. Und dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Spiel gegen den Wiesbaden. Das möchten wir dann natürlich auch noch sehen. Und dann sind wir auf einem guten Weg zurück in die Bundesliga. Groß rotieren brauchen wir nicht. Große Bomben brauchen wir nicht gerade momentan. Das passt so. Ja, Spieltag Nummer 17. Wiesbaden. So, dann beide noch ein Stückchen trinken. Ich bin sofort zurück. So, liebe Fußballfans, heute melden wir uns aus dem Schnee. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Partie. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzt. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Die Schalker Fans können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Lange ist es her mit der letzten Meisterschaft, ne? Das kann man so sagen. Bald sind es 60 Jahre. Seit, das hört kein Königsblauer gern. 1958 warten sie darauf, dass die Schale endlich wieder auf Schalke kommt. Der SVW in Wiesbaden hat sich für diese Aufstellung entschieden. Ja. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie spielen es heute im 4-5-1. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So, na dann. Der Auftakt. Tabellenvierter stößt an. Wien Wiesbaden ist der Gegner. Und es schneit. Es ist kalt, es schneit. Aber das soll sich dran ändern. Ja, schön gelöst da, Krüger. Müssen sie besser machen. Ah, schade. Kriegt den Ball da nicht durch. Gastgeber heute sehr defensiv. Ja,
zu Hause denkt man ja eher, der Fokus liegt auf der Offensive, aber der Fuchs da auf der Trainerbank, der setzt diese Taktik ja immer wieder erfolgreich um. Klar, bei mir, wenn man es gegen den Gegner, weil ich jetzt, die haben wir schon auch gesehen, oh, die haben viele Tore. Schönes Zuspiel. Aber das ist jetzt egal, Krüger mit dem nächsten Frühtor, jawohl. Schaut uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der hinten schönes lange Eck, das 1-0. Und im Abschluss auch noch effizient. Der ist ja eigentlich Stürmer, aber ich brauche ihn für rechts außen, weil er relativ schnell ist. So. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Florian Krüger. Flo Krüger. Ich mache mir nebenbei, während ich hier spiele, immer mal wieder so eine kleine Checklist. Ich schreibe mir so ein paar Namen auf, wo ich mir denke, die könnte man dann irgendwann mal holen. Also jetzt zumindest erste, zweite Bundesliga, damit ich so, die ich mir holen möchte. Für die Bundesliga bin ich sowieso schon fast durch mit der Liste. Die zweite Liga muss ich mal gucken, in welchem Kader ich in die zweite Liga gehe. Und ein paar von heute werden auf jeden Fall auch bitte sollen mit Tore die Bundesliga. Nicht alle, aber ein paar. Naja, aber das soll jetzt erstmal nur Zukunftsmusik sein. Erstmal müssen wir gucken, ob wir diese dritte Liga überhaupt so erfolgreich wie möglich überstehen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht! Und das Zittern geht weiter. Ja, und eine Viertelstunde. Man hätte die nächste Chance gerne genutzt. Wurz. So. Viel Platz jetzt auf außen. Kolasinac! Einfach mal draufgehalten, einfach mal probiert. Gut geklärt. Da hätte er mit einer seiner fantastischen Paraden so was bei dem Spiel und die wissen, was sie an ihm haben. Wo plötzlich haben die weh, ne? Da irgendwie mal eine Situation, einen Ball. Schreibe doch her. Kann er den Ball behaupten? Kubilanski, ja. Und Platte, der sich durchsetzt. Im Schnee hier. Und jetzt die Chance. Gut abgeblockt. So. Da kommt die Ecke. Ja, Ball kommt nicht durch. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Kubilanski. Und der Vorteil für und den Vorteil gibt und es gibt tatsächlich. Das ist gefährlich. Es gibt Freistoß. Das. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. So. Der Ball kommt. Kubilanski, mal gucken, ob der den Ball jetzt versenken kann oben. Ja, ich bin noch nicht so. Da ist er. Oh, den holt der noch da oben raus. Die werden immer gefährlicher, diese Freistöße von mir. Hingeächtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Tolle Reaktion vom Torhüter, da hat er gut aufgepasst. Hm. Klasse gemacht vom Keeper. Schade. Ecke kommt in die Mitte. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt geht der Ball raus, aber das gibt kein Abseits. Erstmal rausgeforstet. Und wieder Krüger, der nochmal probiert, der jetzt mal wieder nach vorne bringt. Und jetzt ist das nicht. Gut, der muss drin sein, nicht mal machen. Ja, knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Also momentan vergeben wir einfach viel zu viele Chancen. Das Ding hier muss eigentlich schon längst entschieden sein. Aber scheinbar sagt das Spiel gerade, nö, das ist nicht so. Das macht er gut.
Aigner. Jetzt. Und wenn du dann halt die Chancen vorne nicht machst, dann läuft halt irgendwann mal der Gefahr, dass hinten mal bei uns auf der anderen Seite reinfällt. Und das will ich eigentlich ziemlich verhindern. Sie sind natürlich im bisherigen Spielverlauf einfach noch zu ungefährlich. Da machen sie es der Abwehr zu leicht. Schöner Ball. Jetzt ist der Platz da. Krüger. Jetzt ist 2-0. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt 0-2. 42. Minute. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 14, Florian Krüger. Er hat auch schon ein paar Tore gemacht heute. Also nicht heute, aber zusammen. Na, schade. Hat er nicht sogar das, hat er nicht sogar das erste Tor noch gemacht? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber egal. So, muss jetzt eigentlich gleich Halbzeit sein. Und die ist jetzt. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ja, das nur ist eine Aufgabe für sie, für die zweiten 45 Minuten. Zwei Tore der Rückstand. Und unglücklich war das eben auch noch. Da kassieren sie tatsächlich noch kurz vor der Halbzeit einen weiteren Treffer. Na gut, dann haben wir das 2-0 zur Pause. Sicher. Und da steht Sandhausen auch nur bei 1-1, also das, wir können jetzt immer weiter absitzen, aber erstmal unsere Aufgaben lösen. So, der nächste Sieg soll hoffentlich heute kommen. Krüger, wie gesagt, Doppelpack, 9. Minute und eben diese 42. Minute. Da wäre Platz auf außen. Kämpfe. Tick zu lang. Hada. Der Ball war ziemlich harmlos. So, der kommt und jetzt geht der Krüger. Ja, der das hat schon. Der hat schon zwei Tore gemacht heute. Macht er Tor Nummer 3? Nein. Erstmal nicht zumindest. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Krüger. Da ist die Chance. Krüger! Jetzt können sie erstmal durchhaben. Aber was für eine Szene. Auf der Linie geklärt. Das war wichtig. Richtig gefährlich. Und da hatten sie auch ein bisschen Glück. Also die Standardsituationen sind mittlerweile echt gefährlich. Also die Freistöße, die kommen immer relativ gut. Die Ecken, die kommen immer relativ gut. Und ich krieg's dann meistens nur nicht im Tor herunter. Bisher noch nicht. Ich glaube, Ecken haben wir bisher auch nur eine versenkt erst. Aber egal. Kann ja alles noch gut werden. Ah, schade. Und da ist der Ball wieder weg. Und plötzlich stehen sie mit 3 gegen 1 gegen Pieper. Und der mit der Grätsche verhindert den Querpass. Was für eine Rettungsstart. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Kein Handspiel übrigens. Das sehen wir auch in der Wiederholung. Das muss der Trainer jetzt lösen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Jetzt kommt die Ecke. Und da ist das Gegentor. Tor, 1-2. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Gerade eingewiesen und macht direkt die Tore. Da kriegt das Tor. Ah, ein Tor, Marke überflüssig. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann köpft er nach unten. Alles richtig gemacht. Genau da muss der Ball hin. Nein, steht keiner am Tor. Nee. Vorne steht der Platter, aber hinten nicht. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Alles gut, alles ist gut. Es ist halt nur das Blöde, dass sie die Situation nicht überall... Das Blöde ist halt, dass du die Chancen vorne nicht nutzt. Schöne Aktion. Glück gemacht. Ah, gut gemacht hier. Auch diese Grätsche war super gelöst. Jetzt ist der Boden natürlich und dann rutschig. Sagt Krüger. Wir möchten uns auch heute natürlich wieder bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken. Schwede. Ohne sie
Ludewig läuft sowas von hinterher momentan. Aber sein Innenverteidiger-Kollege hat das Ding erstmal in der Tasche. Und jetzt der ganz gute Ball auf Mamba, der aber alleine gegen alle steht gerade da so ein bisschen. Gefährlich werden können. Ja, es ist, halt, gefällt mir gerade momentan nicht, was wir so spielen. Also die kriegen die Bälle momentan nicht so fest. Kubilanski. Das könnte vielleicht was werden. Wichtige Aktion. Ja, das war kein Foul. Ich sag auch gar nichts. Es war voll gespielt. Kubilanski jetzt mal. Mein Gott. Was war denn heute liegen lassen? Und deswegen kriegt das Ding ja nur 1 und 2. Scheiße, Mann. Und jetzt setzen sie wen nochmal die Schalker nach. Und Kubilanski 3-1. Yes. Der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigt. Was für ein Ballverlust. Da geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das gehofft. So. Also mal nachgesetzt. Ein Abschluss der Wehen da einfach mal kurz zurückgekontert. Nachgesetzt und den Ballverlust getrieben. 3-1. Und dann 3-1 zugemacht. Momentan führen wir 3-1, ja. 4 Tore wieder gesehen. Also kaum mal 0-0 dabei. Ich glaube, ein 0-0 haben wir überhaupt erst dabei gehabt. Das war gegen St. Pauli. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt mal Krüger. Der hat auch noch erst 2 Tore. Kommt jetzt die Flanke rein. Er kann es machen. Krüger! Feier 4-1. 3 Tore. Sein drittes Tor. Klasse. Wieder macht er das Tor, das ist Nummer 3, da sehen wir es nochmal, wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Über den Innenpfosten rein ins Glück. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Kuhn. Wurz. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja, ich wechsle jetzt gleich auch die immer durch. Das sieht vielversprechend aus. Da verlieren sie. Ja, ich wechsle jetzt mal durch, weil sonst passiert da gar nichts mehr heute. Ball geht ganz, ganz weit durch und steht hinten ziemlich weit. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Ja, ich glaube, die Wechsel gibt es nicht mehr. Die Wechsel wird es nicht mehr geben. Damit ist Feierabend. 4-1 in Wien, in Wiesbaden gewonnen. Kubilanski. Schönes Zuspiel. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Ja. Und dann hier der schöne Freischuss, der eigentlich nicht reingeht. Schade eigentlich. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingehechtet. Hat genau den richtigen Hereingabe. Sah nach einem sicheren Tor aus.
Chance aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Jetzt ist der Platz da. Ich zeige euch jetzt gerade noch die Wiederholungen da. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper. Jetzt kommt die Ecke. So. Fantastischer Treffer. Der Kopfballtor der Brevener. Klasse, wie er sofort da ist. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Nee, nee, nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Die Riesenchance. Sie machen den Treffer. Eine super Aktion. Haben wir es gesehen? Dieses perfekte Fortschritt. Kommt jetzt die Flanke rein? Er kann es machen. So. Das ist heute. Ja, und das am Ende das Tor. Und dann steht es hier 1-4 am Ende. Und Sandhausen gewinnt den Meppen übrigens noch. So. Gut, dann ist quasi Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit Spieltag um 18 weiter.